Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder, My Time in Sandrock. Ja, und heute steht das Sandbuggy-Rennen an, auf das wir schon so lange hingearbeitet haben und getrainiert haben. Wie ein Wahnsinniger, ganz großartig. Wir werden das bestimmt gewinnen, ja. Da haben wir Hoffnung. Uiuiui. Naja, schauen wir mal, was ist hier los? Na, da wo sie hingehören, schon mal gut. Ja, Projekt Braun hat's gut gelaunt. Er läuft hier rum. Ah, Elsie. Hey Kevin, auf Weg zur Arbeit oder was? Elsielein, was steht heute an? Ich liebe es, auf Pferden schnell zu galoppieren, aber etwas an der unorganischen Natur dieses Buggys fühlt sich für mich ein bisschen unauthentisch an. Verstehe mich nicht falsch, ich werde trotzdem schnell fahren, nur ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Okay. So, Kinderwunsch, wie sieht es eigentlich damit aus? Na gut, komm, lass uns ein Kind bekommen, dann... Ist auch Sandy nicht mehr. Hat da jemand zum Spielen? Er wollte ja auch ein neues Haustier. Komm. Ja, ich kann es kaum erwarten. Eine Schwangerschaft ist echt hart, also musst du die ganze Zeit bei mir sein. Als ich eins unserer Jackmans bei der Geburt sah, ich sag dir, es sah echt hart aus. Ja, ich war beim letzten Mal auch dabei. Gut. Dann haben wir das Problem jetzt auch ausgelöst. Dann gucken wir mal. So, apropos Probleme, wir können auch noch mal ein bisschen was Geld verdienen. Sandy. Überraschung, schläfst du längst nicht mehr allein in deinem Zimmer? Ja. Ja, man kann das noch nicht so ganz einschätzen, glaube ich. Ja, was ist hier los? Katori. Lieber zukünftiger Winner, heute ist Tag 1 der Katori-Welt. Buggy-Rennen, bugtastisches Baganza. Buggy-Buggy-Ganza, gesponsert vom Blauer Büffel Energy Drink. Wer ist eigentlich dieser Blaue Büffel? Hast du heute von 14 bis 19 Uhr etwas vor? Stimme ab! Warum solltest du heute etwas tun, das nicht kraftvoll ist? Denk darüber nach, es gibt keine wirkliche Antwort. Wir sehen uns in der Katori-Welt. Golden Guns Entertainment präsentiert vom Blower Büffel Energy Drink. Was ist mit diesem blauen Büffel? Und ich krieg nochmal eine Hautcreme. Danke, damit ich für die Siegerfotos gut aussehe. Denke ich mal, das wird der Sinn sein. Nochmal 12 Haustürmünzen und ein Frank-Frikadellen bekommen. Was wird mir denn da angezeigt? In 700 Metern Entfernung? Pebbles? Weil die sind schon alle da? Es ist 7 Uhr, Freunde. Was machen die da jetzt die ganze Zeit? Okay. Das ist ja merkwürdig. So, haben wir denn hier noch irgendwo alles nur von Heidi? Oh, interessant. Fischbrei. Was bringt denn hier noch am meisten? Die Holzbrettchen, ne? Gut, da haben wir noch einige von. Die müssten wir jetzt machen. Das könnten wir auch machen. Gut, dann können wir alles bei Heidi abladen. Was ist los, Hunde, Mann? Dann hast du eine Pause. Ich möchte, zeig sie mal, dass was macht. Pause. Oh, das könnte ich dir gerne zeigen. Was kann ich, wie das geht eigentlich. Aber gut. Warte mal. Wir haben doch hier noch so einen kleinen Roboter. So, bitteschön. So, Ski mag das auch. Also, ich werde jetzt nicht. So, dann können wir noch was ausliefern. Zack. Okay. Ein Blümchen! Wer hüpft denn der? Wer hüpft denn da hinten? Oh! Da bist du ja schon. Wie geht's hier so, Blümchen? Treuer Anhänger, du. Macht der Vogel da hinten? Kevin? Du bist kein Sandbuggy. Du bist ein Sandpony. Da hast du mich gerade angerotzt. Was ist mit dir los? Ich glaube, es hackt. Hallo? Ich bin so mit deinem Chef um. Gibt keine Lohnerhöhung. Das sage ich dir, mein Freund. Also, sowas. So. Ach, Sandy, was läuft denn hier? Komm, du gehst mal mit. Bevor du hier Unsinn machst. So. Jetzt können wir noch was ausliefern. Galoppel, galoppel. Jo, schön, schön. Natürlich macht Ski nicht bei solchen Sachen, ist so klar. Vergnügung des gemeinen Volkes ist nicht zu ihnen. Oh, da steht der Herr im Anzug. Im Scheinwerferlicht, Ski. So, sprich. Thank you. Danke, scheint brauchbar zu sein. Ja, was? So, Sandy, hast du schon mal kennengelernt, hier, wie das so geht mit Ski. Überaus dankbar, der Kerl. Ja, großartig. So, Tourist. Gut. Hey, Sandy, hier ist Sandy. Lustig.
Und hier ist Blümchen. Ja, du passt nicht in Buggy. Was soll man machen? So, ah, da kann man noch mal was aussieht. Und ist Heidi auch da? Die sind alle da. Das ist ja... Warum? Das kommt. Auf geht's, Blümchen. Wir werden uns dann auch mal da in die Richtung begeben. Weil es so viel Quatsch ist. Aber, na gut, Cooper hat noch nichts gecheckt hier irgendwie. Hier haben sie auch schon mal direkt noch so was hier aufgebaut. Okay. Komm, Sani, hopp, hopp. Ja, musst leider alleine reiten, weil das geht mit dir nicht hier. Oh gut. Gucken wir mal. Schon Ballon da oben. Und fliegen Buggy drauf. Das ist ja geil. Okay. Hier lang. Ah ja, das ist hilfreich. Überall Sandbuggy, Sandfahnen. Sandbuggy Security. Yes. Okay. Ich glaube, hier scheint das zu sein. Es deuten Dinge darauf hin. Jo. Ach, wir haben ja Winter, man merkt das gar nicht so sehr. Aber hier auf den Bäumen liegt Zeug. Sind die eigentlich? Ah, da kommt angetrabt. Ach, die sind alle schon hier. Das ist doch noch gar nicht. Ja. So, passen wir da durch, Blümchen? Jo. So, du grabe ich einen Helm an. So, was ist denn hier los? Ach, hier haben sich alle. Gibt es hier eine Rede oder was? Schieter, ich habe die Nase voll. Zu den Buggies. Also, ich habe die Nase voll von deinen Regeln. Wann bekommen wir die Buggies? Aha. Kannst ja kaum erwarten hier. Ist das Teil des Rennens? Wo sind die Buggies? Was auf jeden Fall ist etwas, an dem die Jugend teilhaben kann, immer etwas Gutes für Sandrock. Also ermutige ich euch alle, nicht zu zögern und zu den Buggy-Rennen zu krabbeln. Krabbeln. Okay. Magst du das nicht? Was soll ich sagen? Ich habe es spontan gesagt. Aha. Okay. Was sagt ihr denn von Unsinn? Okay. Hallo zusammen und willkommen in der Katori-Welt. Boganza. Habe ich das richtig gelesen? Ja, also gut. Mhm. Ruhe da hinten. Das ist absurd. Was? Das ist ein langer Text. Wir fühlen uns geehrt als Austragungsort für diese relativ neue extreme Sportart namens Buggy. Das ist zu schnell gewesen, Linksbums da zu sein und hat Spaß. Ja. Okay, hier kann man schon mal so ein Ding sehen. Ja, auf den bin ich auch schon gefahren und die Klippen runtergestürzt. Ja. Was? Auf jeden Fall etwas an die Jugend, genau. Die Jugend. Auf den Weg, ich muss schnell sein. Hallo? Hey, hallo? Was? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Sie hält mich verrückt, weil ich diese Schutzbrille jahrelang überall hin mitgenommen habe. Ha, wer lacht jetzt? Keiner ist besser auf die Buggy-Rennen vorbereitet als ich. Ach ja, das ist ja diese... Hallo? Schutzbrille immer an. Nicht volldringeln. Aber so langsam wie du gehst, kann das niemand dringeln nennen. Du kannst mir glauben, dass ich mich da draußen auf den Buggy-Strecken sehen wirst, Fred. Ich liebe mein Leben eine Viertelliga nach der anderen. Was? Naja, du weißt schon, seitdem diese Buggys der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, so wie hier. Verstehe den Satz nicht, aber es macht nichts. Ich kann nicht glauben, dass sie uns das erlauben. Amiralein, genau, naja, nicht nur das richtige Outfit für ein Sandbuggy-Rennen, aber es ist ziemlich aufregend, nicht wahr? Die hohen Geschwindigkeiten solch fortschrittlicher Maschinen. Ich werde die Rennen natürlich von der Tribüne aus verfolgen. Ja, das nehme ich doch auch mal an. Oh, wir machen mal ein Erinnerungsfoto hier. Wie Sandy da hinten durchlugt. Ja, und Ario, dem das alles wurscht ist, aber ja. Ist uns dann auch wurscht. So, die sind schon alle da drüben. Haben die denn alle so eilig? Oh, so, ich komme ja schon. So, der Administrator. So, mein Gott. Kann ich jetzt endlich mal mein Zeug loswerden? Hey, Unschuhe! Jo, hier ist dein Segeltuch. Viel Spaß damit. Das ist gut. Ich brauche das für Zeug. Danke. Nur nicht so ins viel. Ist hier ein Staub? Kommt das denn her? So, was soll noch was zu sagen? Wenn die Leute anfangen, Buggys zu besitzen, werden wir uns alle möglichen Gesetze ausdenken müssen. Geschwindigkeitsbegrenzung, sicherstellen, dass die Leute nicht an Orten parken, die den Verkehr behindern. Wie sollen wir die Zeit finden, die eigentlichen Verbrecher zu fangen? Jo, das ist natürlich schwierig. Ja.
Verbrecher. Wir sollten ihn einfach verbieten, Verbrechen zu begehen. Ich glaube, das wäre am einfachsten. Hey, Heidi! Was ist denn mit Owen los? So, hier am Holzstöckchen. Hallo? Zack. Okay, und nochmal. Diesmal platt. Bitteschön. Zack. Wunderbar. Das hat doch funktioniert. Und was sagst du zu dem Unsinn hier? Ich habe Katori bei den Buggy-Designs ein bisschen unter die Arme gegriffen. Obwohl ich mir jetzt ein bisschen Sorgen mache, dass ich sie ein bisschen zu aerodynamisch gemacht habe. Naja, jeder unterschreibt einen Haftungsausschluss. Ach. Warum stürzt sich dauernd ab? Siehst du, es liegt gar nicht an meinen Fahrkünsten. Hey Owen, was mit du flippst doch richtig aus hier. Hey Fred, wenn du mit einem dieser Buggys auf der Rennstrecke unterwegs bist, solltest du jemals, und ich meine wirklich niemals, Jagdmilch trinken und fahren. Diese Dinger sind schlecht gefedert. Du wirst dich mit Sicherheit vollkleckern. Vermute ich, ja. Das ist die Spindel, Leute. Hey, kommt ein Scharfschütze. Hör mal, ich glaube, du kannst starke Medizin in der Werkstatt zubereiten. Ich danke dir. Die habe ich, glaube ich, diesmal dabei, wenn ich mir mal was zum Heilen angepackt hatte. Hier, bitteschön. So. Ah, gut, Fred, du hast es geschafft. Du bist der Sheriff meines Herzens. Na, danke nochmal. Wenn Katori 20 oder so viele dieser Buggys haben kann, frage ich mich, ob ich nicht auch einen fürs Korps in Auftrag geben kann. Überleg dir das, Fred. Der Ziviltruppenmobil. Wir könnten durch die Wüste fahren, nach Bösewichten Ausschau halten. Ja, Unschuhe auf diesen Dingen. Könnte ich mir gut vorstellen. Eieiei. Hey, Gracie, super Outfit fürs Rennen. Zu Veranstaltungen wie diesen kommen Touristen von überall her und die sind viel schwieriger zufriedenzustellen als die Einheimischen. Fred, hast du jemals von einer grünen Avocado gehört? Warum gibt es Leute, die nur die Kerne entfernen und den Rest wegwerfen? Verrückt, oder? Was ist eine Avocado? Hey, Nia! Hallo! Tschihi, das macht so viel Spaß. Ich liebe es, wie schnell sie sind. Es fühlt sich an wie mit den Segelflugzeugen zu Hause, aber hier ist es sogar noch ein bisschen freier. Ja, du kannst ja auch segeln, das habe ich schon mehrmals festgestellt. Registrierung in Bearbeitung in der ersten Runde 14:15, Beginn der zweiten 17:18. Ah, also Owen freut sich auf jeden Fall hier. Müssen wir eine Haftungsfreistellung unterschreiben? Was ist das? Hey Jane! Nee, du bist nicht Jane. Hello. Ja. Das ist Jane. Hi Jane! Ich freue mich schon darauf, heute mit den Kindern in die Katori-Welt zu gehen, um den Wettbewerb zu sehen. Was? Nicht alle Exkursionen müssen lehrreich sein? Okay, okay, wir werden uns etwas einfallen lassen. Nach dem Rennen bauen wir unsere eigenen Modellbuggys. Toll, gerettet. So machen wir das, Lehrerin. Ja, so, jetzt bist du dran. Ich werde Riri die dünnen Buggys fahren lassen. Er muss aus seiner Komfortzone rauskommen. Ich bin mir sicher, dass ihn das auf seinen Weg der Selbstverbesserung voranbringen wird. Ach du Grüne, Leute. Ja, ja, dann verbessert euch mal. Hey, Pebbles, bist du auch hier? Hi, hi, hi. Guck mal, wie groß mein Sohn schon gewachsen ist. Du bist immer noch klein. Warum? Ja, so machen die Autos. Und, macht dann Fried, wenn er abstürzt. Ja. Ach, Jensen, was sagst du eigentlich zu Buggys? Ich bin ein Zugfan. Ist das doch bestimmt genau das, was du nicht magst? Ich liebe diese Sandbuggys. Sie fahren nach links und auch nach rechts. Das ist eine ganze neue Welt im Bereich zum Zugfahren. Ja. Die fahren auch immer nur auf einer Schiene. Das ist natürlich auch klar. Ist noch nicht begonnen. Gut. Können wir uns also noch nicht. Ich nehme den Hausbreit bis nach Hause. Ha, ha. Darüber wollen wir noch mal reden, oder? Die Buggys sind doch sicher, oder? Ja. Wir hatten wahrscheinlich vielleicht sogar irgendjemanden vom TÜV hier. Zu Besuch. Es geht doch nichts über ein bisschen gesunden Wettbewerb, um das Blut in Wallung zu bringen. In der Gilde gewinnen wir alle, um unsere Punkte zählen alle zusammen. Aber bei einem Rennen kann es nur einen Gewinner geben und der Victor bekommt die Beute. Der Sieger vermutlich sollte das heißen. Aber vielleicht ist hier ja auch irgendwo ein Victor. Hallo, Victor? Nee. Gut, wie viel Uhr haben wir jetzt? 14 Uhr. Gut. Jetzt noch ein kleines bisschen warten hier. Administratorin kennen wir uns nicht von irgendwo her. Machen Sie noch was auf mit Jagdmalrennen. Wink, wink. So, haben wir eigentlich mit allen gequatscht hier, ne? Warum ist das gleich schon? Hey, Rocky! Ich und meine Jungs lieben die Buggy-Rennen. Es ist eine Art gesunde Art, sich zu messen. Nicht wie dieses Spiel, das wir in Pause mit den Nagelpistolen gespielt hatten. Nagelpistolen? Okay. Gut, dass ich das nicht kenne. Nagelpistolen. So, gleich können wir uns anmelden. Ha, und dann werden wir denen hier mal zeigen, wie man hier richtig mit einem Sandbuggy abstürzt. 1, 2, 5. Jetzt. Nehmen wir am Wettbewerb teil. Oh, warte. Ich starte dann und dann kannst du direkt losfahren. Oh mein Gott, es geht los. Auf geht's. Hey, Mensch, ihr habt ja schon mal eine Münze gemopst. Ah,
Wir fahren hier lang. Okay. Wir haben uns umentschieden. Ich häng fest. Runter. Mist. Ups, ein Satellitenmodell. Oh, hier kann man auch lang fahren. Warte doch auf mich. Was ist das für ein Wettbewerb, Mensch? Keiner nimmt die Rücksicht. Hui! Oh. Oh. Ui. Wie geht's jetzt hier lang? Hier runter. Oh. Uah. Oh. Hier lang. So, tschüss und schon. Ups. Ups. Uah. Was ist denn hier los? Aus dem Weg. Wo ist denn eigentlich die Bremse? Hat das Ding eine Bremse? Uah. Hilfe. Oh. Ui. Autsch. Oh, dann eben da lang. Ist auch egal. Oh. Oh, eine Münze. Nee, das war... man hätte sie nehmen können. Oh, ah! Hey, Benti, die beruht mich hier. Schiebung! Hier doch heimlich mit der Nagelpistole geübt. Oh, shit, daneben. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich habe eine Münze endlich. Autsch, aua. Und knapp daneben fahren. Oh. Oh, ja! Das Ziel erreicht, lebend. Wir haben gewonnen. Der Rest ist überfressen. Und wir haben 7 Münzen, wow. Und 60 Wettbewerbsabzeichen. Wahnsinn. Ich will einfach fahren. Ich will nicht an Rennen teilnehmen. Achso, die will einfach nur so fahren. Ja, gut, kann ich verstehen. Puh, das war ein wilder Ritt, Freunde. Glück sind die anderen noch schlechter als ich. Ich nehme den Hauptpreis nicht nach Hause. Von wegen, Freunde. Von wegen. So, Mabel, wo ist eigentlich dein Mann? Seid ihr sicher, dass diese Buggys sicher sind? Haben wir Burgess da draußen, der sich alles genau angesehen hat? Scheint so, als ob jemand ganz leicht gegen einen Felsen fahren könnte. Ich sag ja nur. Nein, sowas ist komplett sicher. Hier fährt niemand gegen Felsen und so. Wie sollte das schon gehen? Oh, warte, schon wieder? Oh mein Gott, warum ist das immer so schnell? Du klickst und du hast ja kaum Zeit. So, jetzt hier rechts hier. Oh. Aha. Ausgekickt. Also rüber, blank. Ah, hier. Deckklappentür. Aus dem Weg. Platz da. Oh. Autsch, schon wieder. Ups, au. Schon wieder das falsche Ding. So, wir haben noch ein Satellitenteil, was kein Mensch braucht, aber egal. Geschenke. Aua. Ups, falsch. Ich wollte eigentlich da oben lang. Einmal so mal. Das ist echt schön da hier unten. Atmosphärisch und so. Hopp. Jo, jo. Und hier um die Kurve wahrscheinlich. Ja. Ach, wir führen. Wir sind unbesiegbar. Ups. Uah. Autsch. Aua. Oh. Ah. Das ist ein... Oh, Pedagier. Ach, das war die Bremse. Okay. Münzen. Wir müssen mal ein paar Münzen machen. Oh, fuck. Schon wieder daneben. Ups. Komm, wir fahren hier mal hier lang. Oh, ein bisschen Abwechslung rein. Bringt ja eigentlich noch jemand hinter mir? Oh, jemand. Ah. Ja, ich habe eine Münze. Oh, Joa, Staub. Was ist da für ein Staub hier? Zack. So, ich bin unschlagbar. Die Landeier hier, die kommen gar nicht hinterher. Ich hab so viel geübt. Ich bin der beste Sandbuggy-Fahrer. Wie gehen alle? Oh, au. Oh. Ups. Oh. Oh. Ja, ein klarer Sieg. Puh. Neuer Rekord sogar. Kann man sehen hier. Fred ist unschlagbar. Wir haben noch einen Satellitenteil. Dann gut. Ja. Sandra wie Buggy Rennen Bandits. Wunderbar. Hast du gesehen, mein Sohn? Das war großartig, oder? Fred, ich habe keine Windmühle gebaut. Sie dreht und... Was? Ich habe eine kleine Windmühle gebaut. Sie dreht sich und alles. Hast du nicht aufgepasst? Hier ging es um Sandbuggy-Rennen. Was interessiert mich denn an der Windmühle? Entschuldigung, mein Sohn, das hast du ganz toll gemacht. Du bist ein wunderbarer Windmühlenbauer. Du hast bestimmt Karriere beim Windmühlenbauen irgendwann mal, als irgendjemand diese Dinger braucht. So, dann haben wir mal wieder ab hier. Puh, das war wahr. Puh. Na gut, oh, Blümchen, bist auch noch hier. Nehmen wir unser großes Sandbuggy, nämlich Blümchen. So, Sandy, du kannst wieder näher laufen. Geht ja leider nicht anders. Komm, hopp, hopp. Guck mal, Blümchen, ein Schatten hier. Ha.
Großartig. So, keine Rede mehr hier. Ah. Gab es eigentlich hier irgendwo einen Shop oder so? Ich meine, wenn wir hier schon Marken kriegen. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Und hier war jetzt nur Administrator. Sonst ist ja doch auch noch ein Shop hier auch irgendwo. Ah. Nö, diesmal wohl nicht. Na gut. Gut, ja, ausgeliefert haben wir eigentlich hier auch alles, oder? Ja. Dann kommen wir ja direkt nach Hause hier. Mach dieses Ding wieder ping-pong-ping. Hier ist kein Ton. Nee. Okay. Achtung. Jetzt komme ich hier nicht durch. Boah. Blümchen, ein Dickschädel kommt da nicht durch. Was ist denn jetzt hier so kompliziert? So. Sandy! Der Fuß! Oh, da wird ja was, wenn wir noch ein Kind haben. Eieiei. So, dann wollen wir mal Crystal oder irgendwas hier nach Hause hoppen. Und Elsie von unserem grandiosen Sieg erzählen. Wahrscheinlich hat die schon vergessen, dass sie da mitgemacht hat. Dankeschön. Irgendwie Gedächtnisprobleme. Naja, ah, Kira, was macht die hier? Dachchen. Was wir reden, ja. Du brauchst jetzt mal einen neuen Text. Oh, warte mal. Hier stehen ja auch noch Sandbuggies rum. Okay. Wo warst du denn heute eigentlich, hä? Bist du mitgefahren? Diese Dünen-Buggies sind so schnell, die so schnell fahren. Das geht irgendwie gegen meine ganze Lebensphilosophie. Mann, ich glaube, dass das noch niemand ein Rennen gemacht hat, bei dem der Langsamste gewinnt. Ja, denk mal drüber nach. Ja, denk du mal drüber nach. Der Langsamste, hä? Hier ist schon wieder der mit dem Panda drauf. Okay. Kann man sich schon mal reinsetzen. Ha. Ja, Blümchen. Wenn du auch fahren willst, dann schnapp dir einen. Okay. Jo, aber einen Shop habe ich nicht gesehen. Naja, gut. Können wir dann in ganz normalen Preisen so im Rathaus kaufen. Ist ja wurscht. Ah, Elsilein, na, wie ist es so? Also. Ich weiß doch nicht, was man halten soll. Ja, das ist schon schwierig. Hey, Nemo! Unser cooler Hund. Alter, nee, du bist nicht Nemo. Take her easy. Nemo? So, jetzt geht's. Und was ist mit dir und Sandrin? Waff, 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 waff. Ja, du jagst die lieber. Okay, kann ich verstehen, uns Hund. So, wir haben noch versteinerte Holzstöckchen. Das ist das Letzte, was wir noch machen können für Heidi. Und dann war es das hier. Haben wir eigentlich... gucken wir mal bei Vivi vorbei. Wenn wir schon... naja. Hier auf dem Weg sind. Ach, da kommen sie alle. Und Jasper, ist das noch was Neues zu sagen? Ein Sandbuggy fürs Civil Corps. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht vielleicht. Aber kommen die jetzt alle her? Hugo, Miguel. Ja, Hugo, was hast du denn eigentlich? Die kleinen Autos von Katori wirklich sicher. Sie kann sich von dem Geldfluss verabschieden, wenn ein Kind einen Sprung falsch macht und in der Schlucht landet. Genau. In der Schlucht sollte niemand landen. Das ist gefährlich. Eine Frechheit ist das. Oh, schon zu. Ach, scheiße, schon zu spät. Hab ich gar nicht gesehen. Mist. Vielleicht hatte sie heute dieses Jahr die Jagdmelding, was ich brauche. Naja. Ist es so. Ist hier noch was los? Wahrscheinlich nicht. So, hallo, Zauberspiegel, husch, husch, zurück. An den Arbeitsplatz, hopp, hopp. Los. Okay. Sobald ich den Rücken zudrehe, haut er ab. Das stimmt doch irgendwas nicht. Der hat doch irgendwas laufen hier nebenbei. Gibt's alles nicht. So, hier ist... Alles okay. So, ich bin schon traumatisiert. Ich guck mal nach, ob hier alle Tiere noch da sind. Gut, Nudels verdaut noch ein bisschen. Okay. Gut, haben es ja geschafft. Hey Sandy, achso, ja. Du kannst jetzt ins Bett. Husch, husch, der ist aber müde. Hm, was? Kevin hat 54 erreicht. Und Licky 57? Haben die mit der Zeit in der Zwischenzeit gemacht? Schlag geschlagen oder was? Hey, hey, hey. Was, Kevin? Kevin, was hast du gemacht hier, sag mal? Levelaufstieg. Okay. Ja, Hauptsache du spuckst mich nicht mehr an. Das war ganz schön teuer, so ein Spaß, nur um ein bisschen aufzuleveln. Dann können wir noch was zu futtern geben.
Was haben wir denn hier noch relativ viel? Davon und davon. Und davon. Na, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Jackenmilch. So. Und schon unser 55. Jo. Das reicht auch. So. Was ist denn das? Er macht immer diese Flattergeräusche, ne? Das ist schon ein bisschen nervig. So. Aber apropos, jetzt gehen wir mal zu unserer Angetrauten. Mit denen ich auch noch uns nervt hier. So, alles schön am Pennen. So, dem zieht auch beim Schlafen die Sonnenbrille nicht aus. Das ist eine Schlafbrille wahrscheinlich. Hier sind ja noch gar keine Tierchen. Was ist hier los? Hä? Die alle unterwegs oder was? Entspannt, entspannt, entspannt. Schläft. Eigentlich müssten die alle hier sein. Und die Katzen. Okay. Sandy the Matt, ja. Ja. Das kann ich auch anmalen. Nee, hä? Ach, das Ding. Mit dem kann ich nicht interagieren anscheinend. Weil er zeigt nichts an. Ne, gut, ist jetzt so. Gut, dann gehen wir mal zu unserer Frau. Die vermisst uns wahrscheinlich schon und liegt auch schon im Bett. Jawohl, wunderbar. Meme, meme, meme. Bing. So, alle sind wieder losgeschickt. Wunderbar. So, Elselein, hast du schon unsere Heldentaten gesehen? Beim Sandbuggy-Rennen. Die unorganische Natur dieser Buggys. Das hört sich komisch an. Na gut. Da fasst sie und das Unorganische, was wir immer so kochen normalerweise. Das kann man auch nicht immer, naja, organisch nennen. So, ein neuer Tag, neue Chancen auf Sandbuggy-Rennen. So, was war hier jetzt los? Lohnschuhe, Notfall? Amiralein, was hast du denn hier zu suchen in diesem Outfit? Es ist ziemlich aufregend, nicht wahr? Die hohen Geschwindigkeiten solch fortschrittlicher Maschinen. Ich werde die Rennen natürlich von den Tribünen aus verfolgen. Ganz genau, ich hoffe, ihr wettet auf mich. Ha, ha. Ja, wenn die alle reich, vielleicht können wir so schlecht. Was? Lieber zukünftiger Sieger. Natürlich, ihr meint mich. Heute ist Tag 2 der Katori-Welt. Buggy-Rennen, Bugtastisches, Bagganzer, Bagger-Bagger-Ganzer. Gesponsert vom Blauer Buffel Energy Drink. Hast du gestern das bugaliziöse Bonanza verpasst? Heute ist deine letzte Chance, es wieder gut zu machen. Oder wenn du dein Leben schon bessere Entscheidungen getroffen hast, komm zurück für eine große zweite Portion Buggy. Hat die neuen Werbeberater oder was? Heute von 14 bis 19 Uhr. Sei dabei oder für immer ohne Buggy. Goldene Gans Entertainment. Die muss einen neuen Marketing-Manager angestellt haben, der irgendwie ein bisschen zu viel trinkt oder was. Keine Ahnung. Hey, Zauberspiegel. Bisschen spät dran heute. So, dann haben wir heute nochmal zweiten Teil vom Sandbuggy-Rennen. 14 bis 19 Uhr. Gut. Alle sind unterwegs. Morgen hat Jensen Geburtstag und dann war es das eigentlich. Dann haben wir nochmal Jasmine, Rudi, nochmal Kehrt dort Geburtstag und dann haben wir unsere Grillaktivitäten am Ende des Monats. Ja, Mira, da stand vorher keine Trendplakat, ne? Das ist ein bisschen doof jetzt. Mal sehen, wie sie das löst. Ja, euer läuft jetzt immer weiter. Jo. Spannend. So, und noch ein paar Aufträge heute oder. Hatten die Leute keinen Bock? Na doch, ein bisschen was haben wir. Schon wieder Bauern einen Topf. Das wird aber auch was langweilig. Kunststoffrohre. Stahlstangen. Das war alles nicht so hammergeil, muss man sagen. Davon habe ich eh genug. Die sind wahrscheinlich schon wieder alle. Schon wieder alle hier. Auch Elsie. Was machen die denn um 7:53 Uhr morgen? Sonntags, wenn es um 14 Uhr losgeht. Puh, die Leute müssen unglaublich Langeweile hier haben. Also ist jetzt kein Mensch um den Ort, oder? Ist aber Mira, die da hinten steckt, feststeckt. Ja. Oh ja, naja. Gut, was sollen wir daran? Können wir leider nichts ändern. Diese lustige Disney-Musik hier. Überall Plakate. Diese Deko finde ich ja schon cool, die immer machen hier.
Sandbuggies. Überall Sandbuggies. Haben sich einen Sandbuggy noch versenkt hier? Das wäre auch noch eine coole Sache. Nee, vielleicht machen wir das noch. So, gucken wir mal, ob wir hier in dem Laden trotzdem was hat, was wir brauchen können. Der Blitz-Dinosaurier-Senior-Jacke. Der fasst die Hoffnung, dass es was Jagdmann-mäßiges, aber leider nicht. Naja, gut. Wir können ja alles haben. Dann haben wir heute wieder Pech. Ey, wey, du bist ja noch nicht um 7:52 hinten im Sandbuggy rennen. Gesunder Wettbewerb. Genau, und der Victor. Ja, stell mir den Victor mal vor. Den kenne ich noch gar nicht. Ach, der gute Pablo macht nicht mit. Keine Lust, Rennen zu machen. Du willst, dass ich in einem dieser Sandbuggies fahre, in diesem Outfit? Nein, danke. Ah, er hat nicht das passende Outfit. Ja gut, verstehe ich. Wieder auch gut aussehen, wenn man Sandbuggy schreiend den Berg runterfährt. Anzeige habe ich noch. Okay. Liegt es aber nicht daran, dass ich hier komische, niederrangige Aufträge bekomme. Hey, Reliesien! Ja, das Gemüse hat nichts zu sagen. Gut. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Ob wir das Sandbuggy, das zweite Teil vom Sandbuggy-Rennen, auch noch gewinnen. Lief er jetzt doch besser, als ich gedacht habe. Aber wir haben ja auch fleißig geübt, nicht wahr? So, hier müssen wir auch noch einiges machen. Auf 68 sind wir jetzt erst. Na gut, hier müssen wir noch ein bisschen, na gut, noch ein bisschen Kleingeld verdienen. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier dauert es noch ein bisschen. Da müssten wir vielleicht noch zweimal unseren Dungeon und dann sind wir durch. Und hier dauert auch noch ein Weilchen. Naja, okay. Das zieht sich noch ein bisschen. Wie gesagt, da haben wir noch. Missionen haben wir so nichts mehr sonst außerdem. Jetzt wollte ich jetzt noch gucken. Mit unseren Tierchen. Und X sind wir ja jetzt auch dicke Freunde. Sandy haben wir alles. Ihm haben wir nur das noch nicht. Aber das kannst du doch machen, wenn du Besitzer bist. Naja, gut, das ist was anderes. Na gut, Morty vergesse ich immer. Okay, den vergesse ich immer ein bisschen. Gut, ansonsten haben wir ja hier alles. So, dann müssen wir mal gucken, wie das mit Elsie dann wird hier. Unserem nächsten Nachwuchs. Da bin ich mal gespannt. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde hier. Der große Sandbuggy-Held sagt Bye-Bye.